So, und damit nochmal herzlich willkommen hier alle Leute, die jetzt hier noch eingeschaltet haben und interessant das Spiel Maus gegen Nip verfolgen wollen. Die Restarts sollten hier jede Sekunde kommen. Ton gibt's natürlich auch. Und ja, wir sind am allerletzten ja, Spieltag nicht ganz, aber an der allerletzten Map angekommen, nämlich das 2. Am 15. Spieltag. Und Maus hat schon Uno Momento. Maus hat schon 14 Spiele absolviert, also vorletztes Spiel hier für die Mäuse in der sehr in Wild Season. Ich habe leider immer noch nicht geschaut, wer direkt absteigt oder ob es überhaupt sowas gibt. Und ob und wenn, wer das dann ist, ob es nur der Letztplatzierte ist oder die beiden Letztplatzierten. Das wäre auf jeden Fall gerade ungünstig für Maus. Stehen nämlich auf Rang 11. Also hoffen wir mal, dass da nur der Letzte direkt absteigt. Mal gucken. So, auch die Restarts und Maus wird CT anfangen. Jo, Tabelle kann ich dann nochmal zeigen. Das sollte kein Problem sein. So, schauen wir uns die Pistole an. Rieberg in der Mitte. Müssen auch beide gesehen haben. Geht halt direkt am langen Spotten. Kann er jetzt natürlich ansagen, dass der frei ist. Zieht seine Mates auch zu sich. Am B ist noch ein bisschen Stress gemacht worden. Aber Traveler und Abhox mit dem Doppel. Kurz. Ah, schöne Kombi. Leider nicht erfolgreich gewesen mit der Nade. Nuki hier lang schon Hits bekommen. Auch. Ne, bleibt auf Spot. Schön geschoben bisher von Maus. Vier Mann gerade am A. Jetzt gibt's den Go. Nuki am Spot. Richtig blind ist am Vierer. Oh, Friedberg kriegt den ersten. Ja, eh, sitzt, glaube ich, ganz gut. Nuki der Frag bekommen für Maus. Auch erfolgreich. Ah, sie wissen, wo Nuki ist. Ganz schwierige Situation jetzt. Die Unterzahl. Oh, beide Maus spielt auch low. Einzig Sonic sind mit 100 HP. Bombe noch nicht gelegt, das kann Nuki natürlich ansagen. Was Sonics hat man einen gemacht in der Base? Oh, schade, jetzt seine Pose auch bekannt und jetzt wird er einfach überfahren. Ach, schade, bitter, bitter, bitter. Also gar nicht, was da jetzt eben schief lief. Hat halt einfach die M-Duelle verloren, aber es ist doch echt schwer, da, wenn man da 4, 5 Glocks angeschossen wird. Smoke lag natürlich auch gut. Aber es ist ja eh gerade sehr schwierig, CT-Pistols zu gewinnen. Von daher jetzt, na gut, zwei Frags. Ich weiß nicht, war eine komische Runde. Maus hat er schon Katas eingenommen. Gut, was abgeht. Boah, da schieben sie echt nochmal B. Ich glaube, die Nade auf Spot. Krasse 5er Runde. 2-0 Nip. Bin gespannt, ob Kerrigan dann auf AWP geht. Haben wir jetzt auf Cash immer zweimal gesehen mit der Lanze. Heute mit gutem Gas unterwegs, richtig kurz in Mitte und sich da immer direkt die Map Control. Ich bin das Ganze jetzt aber erstmal ein bisschen langsamer. Abrox hilft ihm, Sonics.
Hier, Kerrigan noch. Ah, jetzt ist er gestorben. Jetzt schieben sie wieder B. Also auch irgendwie bezeichnend so für Nip. Mitte immer eingenommen. Das wollten sie ja eben auch machen, dann nochmal zu B schieben. Wieder kriegen sie leider keinen Frack. 3-0 Nip. Und jetzt geht's um die Wurst. Ja, Kerrigan tatsächlich mit Ave. Gegen Pfefflan. Sieht aber nicht so aus, als ob Kerrigan Mitte anlegen würde. Im Gegensatz zu Pfefflan. Nope. Hat vielleicht sogar geboostet, ja. Kein Hit von ihm. So, mal schauen. Kerrigan sehr aggressiv. Smoke liegt katastrophal. Nicht ganz so gut. Oh, schön. Kriegt den First Fair gegen Forest. Abox übernimmt jetzt kurz. Ist aber leider allein. So, wer ist der B mit Nuki? Hat man da umgestellt? War Abox nicht sonst B? Okay, aber Nip spielt direkt den B-Split. Schön. Abox, Jumble die Bombe geholt. Oh. Komm schon, den musst du haben. Oh, Munition alle. Aber schöner Side-Strafe noch. Oh. Wie lange er da gebraucht hat. Und der letzte wird auch aus dem Leben geschellt. Ah, schönes Blut an der seltsamen Stelle. Aber schöner erste Equip. Wichtiger First Track von Kerrigan. Und einem B auch super gestanden. Schaubli reingepusht. Und ja, hat alles soweit funktioniert. Okay, Sonics und Kerrigan aus einem B. Man variiert jetzt schon schön mit der Ave. Geht wirklich. Also gefällt mir, wie Maus hier mit Eiern spielt. So, lange aber schon relativ eingenommen von Nip. Da gab es eine Gegenflash. Oh, jetzt nochmal eine. Und jetzt oben aber an der Kante aufpassen. Schönes Preamp von Nuki, sehr schön. Zweiten, Trouble. Steht er auf diesem, auf dieser Erhöhung. Da wird, glaube ich, noch von Pfefflan abgeaimt. Nochmal nachgesmoked. Schön, Mann. Da nehmen sie Nip gerade ordentlich auseinander an lang. Halten das gut gegen. Gute Flashes, gibt gute Flash-Kombi da hinten. Kerrigan steht da auch gegen Exist an kurz. Also wirklich souveräne Equipped Drones bisher. Von den Mäusen. Aber jetzt Nip sogar an die Eco gedrängt. Oh, nein, doch nicht. Also, das ist so eine Do-or-Die-Runde. Oh, jetzt kriegt Kerrigan das erste Mal Hit. Oh, Sonics. Lol. Hat er ihn gebankt? Scheinbar. Boah, nett gelackt. So, Kerrigan mit einem B. Beide auf Spot. Apox macht lang. Auch Doppel-AWPS. Also Zusammenspiel Nuki Trouble, stehen da beide an der Schräge. Nuki schiebt jetzt da runter. Oh, ist leider blind. Abox auch blind. Da gab es wirklich den Move, dass da einer Base springt. Oh, und Abox deckt ihn ab. Sehr schön. Wichtiger Schuss von Abox. Oh, jetzt stirbt leider Trouble. Alle über kurz. Sie wissen genau, dass Abox noch lang ist. Nice, kriegt den nächsten. Oh, schade, nicht so treffsicher, aber war eigentlich ganz gut drauf. Nach hinten wurde auch schon gepusht. Also wunderschön, was Maus hier gerade fabriziert. Letzte auch bekannt, Reset-Shot von Sonics. Und dann ist es vorbei. Drei Runden in Folge. Und das waren auch sogar drei relativ souveräne Runden. Also Respekt an Maus. Aber spätestens jetzt müsst ihr den Nip mal sparen. Und dann kann man sich jetzt direkt sogar die Führung holen.
Charlie hätte da gute Chance mit einer Nate Cutters unten. Mittig Mitte sieht nach einem B-Split aus. Kerrigan. So, nix am Spot. Charlie hält da eine nette Gegenflash. So, und jetzt der Goal Base. Oh, Kerrigan hat den nicht bekommen. Und Sonics auch mit Unspot. Oh, das ist nicht gut gerade, wie sie da stehen. Boah, aber Kerrigan im Close Combat kriegt da noch einen. Boah, was eine enge Scheißrunde. Nuki kann das noch machen. Boah, wird abgeben von der Awe. Oh nein, oder? Jetzt geben sie eine Eco ab. Meine Herren. Oh Mann, ey, man hätte hier in Führung gehen können. Was auch immer Sonics da am Weg gemacht hatte. Da darf er nie im Leben mit auf Spot stehen. Vor allem wurde er blind. Muss es auch irgendwie... Keine Ahnung, entweder steht Plateau. Wobei das schwierig ist, dass er dann geflasht ist. Also eigentlich müsste er irgendwie offensiv gehen. Und wenn der B-Split kommt, halt Cutters reinpushen. Oder er steht Nubeck, übernimmt dann Torloch und Kerrigan zählt Cutters. Also irgendwie sowas. B-Deckung auf jeden Fall gerade gut gefailt. Aber direkt vergessen. So, Fake Refake an kurz. Ist ganz okay, da man noch Kontrolle kurz hat. Man legt weiter an. Oh, schade, dass Kerrigan den nicht T-Base gesehen hat, wie er da rüberläuft. Heißt also wieder Sonics. Kerrigan ist relativ weit weg vor B. Sonics noch eine Gegenfläche. Läuft die auf Timing, die war viel zu früh. Boah, und wird jetzt abgeaimt. Kerrigan legt an. Boah, macht ein. Oh, kriegt direkt die Hits. Wird geholt. Unterzahl trotzdem möglich. Friedberg mit 2 HP. Eine Flash bei Nuki noch. Aber es macht's gut. Schiebt über Cutters. Und wer steht dort jetzt? Das steht für Flan. Der hat noch keine Ahnung. Deckt jetzt erst nach hinten und wird Trouble. Ach, schade, Mann. Krasser Schuss von Viflan. Apox war da eigentlich schon sehr weit von. Hätte er eigentlich haben können. Und Nuki trifft die richtige Entscheidung und safe dort. Ja, so schön die ersten drei Equipped Rounds waren. So, mies waren jetzt die letzten. Die leider einfach am B verloren wurden. Da muss Maus jetzt ein bisschen umstellen. Jetzt muss leider Maus sparen. Hoffen wir, dass diesmal ein paar Frags bei rumkommen. Von Nip über Cutters. Aus pusht er jetzt gleich B. Boah, der nimmt sogar mit Flashes ein. Ja. Schade. Aber immerhin mal. Schön. Immerhin mal einen Move gespielt. Sogar zwei Waffen bekommen. Boah, Travis kriegt da auch vor B ein. 2 on 2. Also auch Maus kann gute Eco spielen. Oh, okay. Oh, schön. Schlecht aber gemacht von Friberg. Aber Getright, Weltklasse wie er ist, geht er direkt auf Frag. Wird jetzt gleich rausschieben, wahrscheinlich. Sieht halt nichts. Arbeitet gerade mit dem Radar, glaube ich. Und wird geholt von Nuki. What the fuck? Da haut Maus auch mal eine Eco. Gleicht sich das von vorhin wieder ein bisschen aus. 4 zu 3. Mäuse bleiben dran. Nip hat aber Geld. Ja, da kann sich locker gelegt werden. So, Kerrigan weiterhin mit AWP, aber macht bisher einen akzeptablen Job. Scheint da auch wirklich immer besser und besser ins Spiel zu kommen. Ist auch nichts allein jetzt B. Nip. Nee, Contact nicht vor.
diesmal im Schieben. Also, was auffällt, Maus ist ultra krass am Rotieren. Also, ich glaube, die einzigen, die fest A sind, sind... Nee, keine Ahnung. Jetzt ist halt Nuki mal... Ich glaube, der einzige, der fest spielt, ist Sonics am B. Der Rest ist halt ultra am Variieren. Es gibt so einen Move für Nuki. Schön, hat das eingenommen. Kann jetzt da ausschließen. Oh, Apoxan kurz schon. Boah, Silent Flash. Oh, schön gespielt von Nip. Oh, Trouble steht. Macht leider nur einen. Und Kerrigan kommt noch schräge. Ungesehen, glaube ich. Nein, doch nicht ungesehen. Oh, und da sitzen einfach die Heads. Bitter für Maus. Aber vielleicht auch nicht konsequent genug das gespielt. Von Aprox. Wenn halt, ich meine, er kriegt die Ansage, Katas ist frei. Da muss man ja, weiß man ja, dass sie Mitte sind, Mitte kurz lang, woanders können sie ja nicht sein. Und dann vielleicht einfach flashen und weggehen. Oder halt flashen vorgehen, vielleicht zu zweit oder so. Boah, aber Sonic kann vielleicht sogar das One-on-One machen, weil ich viel Flander da habe. Die Bombe liegt auch zu lange, naja, das macht er nicht. Wär krass, wenn er das macht, aber naja, keine Chance. Aber wenigstens schön noch ein paar Waffen gezogen. Ja, bittere Runde. Ich bin natürlich auch ein bisschen Pech rein. Aber trotzdem, guter Move am B. Genau, so muss man aber auch spielen. Nicht am Spot verkriechen, sondern wirklich Moves spielen, Kontrolle holen, Map, Control. Dann hat man auch gegen Nip eine Chance. Nice. Nein, da gab es einen Teamfrag. Boah, 3 und 3. So, Gadget kennt da nichts. Maus hat sich zurückgezogen. Sonics noch mit Waffe, zieht sich jetzt auch weg. Kerrigan Cutters eingenommen. Er hat keine Waffe. Sonics mit AK-Base jetzt leider. Schade. Schieb bitte lang. Ah, ist eine schwierige Pose jetzt für Sonics. Und Nip zielt halt einfach nur ab. Decken nach hinten. Für Flan. Und die anderen beiden schauen hier lang. Boah, und Sonics hat jetzt nichts gesehen. Alter, Nip macht es auch so gut, sich da nicht zu zeigen. Und jetzt vermuten sie halt kurz B. Und jetzt Nip mit dem perfekten Timing schieben jetzt lang vor. Boah, wie gut sie das machen. Immerhin kommt Nuki jetzt von hinten. Ach, schade, Mann. Hat fast einen gemacht. Oh, Nip ist auch so klug und deckt nach hinten. Also richtig, richtig gut runtergespielt von Nip. Eigentlich auch gut gemacht von Maus. Lang da, das Sonics da lang kurz spottet. War eigentlich richtig gut. Aber Nip scheint so defensiv gestanden zu haben. Ich glaube einfach nur hier so ein bisschen über Kreuz. Und da hat Sonics halt nichts gesehen. Daraus die Schlüsse gezogen, dass es wahrscheinlich B geht. Der war leider nicht der Fall. Trotzdem eine gute Eco. Nip mit der 7. Wurde, glaube ich, wahrscheinlich geboostet. Boah, aber richtig schnell einer vorne. Boah, er schafft es nicht drauf zu kommen. Trouble schiebt das Spot, nimmt die so halt gut Gas. So, kann Trouble das aufhalten. Gute Gegenflash. Kann leider keinen machen. Und Nuki schon von hinten, aber es stirbt auch lang, schleicht da der Arme rein und 5er Runde für Nip. Alter, da haben sie es. Haben sie mal einen Gang höher geschalten, die Nos reingehauen, über kurz gegangen. Und ja. Da war es schnell vorbei. Aber es kam mir auch so vor, als ob Kerrigan da irgendwie spät an kurz da war.
Schienen nicht die besten Spawns gewesen zu sein. Boah, wieder fußet gegen Sonics. Das hasse ich als B-Spieler halt. Immer wieder unerfreulich. Auch schön. Also Ecos laufen mittlerweile echt ganz gut, muss man sagen. Nice. So, und jetzt bitte einmal gescheit umbauen. Also, wir wissen, dass B jetzt noch keiner drauf ist. Boah, jetzt ist er drauf. Ah, schade, Mann. Hätten sie vielleicht reinschieben sollen zusammen. Es ist halt nur einer. Nip schiebt nach. Oh, die Nate. Schade, man hätte sich wirklich B-Kontrolle eben wiederholen können. Oh, jetzt wird Abriss ausgesprengt. Oh, die Bombe war gerade nicht mal richtig gut gedeckt, muss man sagen. Boah, eigentlich ein netter Schlitz von Trouble A, aber Getroid right einfach too strong. Boah. Schönes Gesicht von Nuki. Getroid zeigt sich da nicht mal. Auch nett, dass er in den Boden guckt. Dass wirklich der Kopf sich neigt. Also da merkt man, dass sie Ahnung auch von den Models haben. Alter. Friebeck schon zum zweiten Mal an unnormalen Headshots geben in den Cutters. So, zieht Nip leider ein bisschen davon. Sah am Anfang so gut aus. Maus konnte gut mithalten. Jetzt die letzten 5 Runden leider nicht mehr der Fall gewesen. Außer in der Echo. Oh, diesmal direkt der First Track. So, Maus spielt wirklich immer sehr oft über kurz aggressiv. Schön. Schaffen wir im Ausgleich, kommt weg. Die Mitte hat die Arme gepickt. Oh. Hat aber Support von der Base und Trouble A. Nip wird das über lang geben, schieben. Maus steht da noch zu lange in der Mitte. Wobei Apox hat eine Awe. Wird gleich entscheidend. Vor allem kommt Trouble A noch auf Spot, wäre super wichtig. Boah, er geht hinter, er nimmt ein oder was? Boah, er läuft in die Awe, oder? Boah, geh weg. Boah, er kommt noch weg. Wird abgedeckt von Apox. Boah, schön noch die kommen. Aber er hat schön gesehen, wie Apox ihm wahrscheinlich gesagt hat, geh nach links. Und nicht nach rechts. Ach man, wieder so bitter. Ah, wenn Trouble A da einfach auf Spot geschoben hätte, das hätte er vielleicht noch geschafft. Oder nee, hätte er eigentlich locker geschafft. Und dann Apox entlang. Ah, bitter. Echt schade hier, nach dem ganz ansehnlichen Start. Ist leider nicht mehr viel bei rumgekommen. So, lang jetzt noch ein bisschen mehr Kontrolle. Oh, B-Stipp Nuki. Kerrigan übernimmt. Oh, er dreht. Was für eine billigen Fläche er sich da wegdreht und geholt wird. Ist ja nicht mehr feierlich. Ja, B eingenommen. Es wird auch schon wieder nichts. Auch wenn Nip da jetzt ein bisschen greedy wird. Das 2 und 3 werden sie nicht holen können. Für Flan können jetzt gar nicht mal absmoken. Ich schraube die einfach mit Gas. Schade. Ach man. Also kleines Fazit. B. Ja, B wirklich Schwachstelle, würde ich meinen. Im A hat man's. Ja, hat man kurz offensiv gespielt, man ist lang, also man hat schon gut variiert. Wenn in den Runden, die man geholt hat. Da ist Nip aber leider auch nicht B gegangen. Schade, dennoch ist man hier nicht gnadenlos untergegangen. Mal schauen, was wir jetzt als T machen können. Ich meine, 4 Runden haben schon mal gereicht.
So ist es ja nicht. Maus nimmt direkt lang ein. Kontakten sich davor. Oh, da spinnt direkt Rush. Boah! Uhuhu! Boah, schöne Smoke-Kombis. Oh, die kommen. Okay, Refrag jetzt und Maus ultra blind. Spielen aber den Go jetzt noch mit Flashes. Noch eine Smoke auf Spot. Wird die Smoke weggeschossen? Oh, Spot muss fallen. Nein, nicht die Bomben legen! Den Spot töten! Es geht durch. Trouble in der entscheidende Posi. Aber einen müssen die am Spot noch machen. Und da gibt es den Boost. Abgebrochen. Boah, alle low bei Maus. Viele Schüsse halten sie da nicht mehr aus. Schön. Und die Fracks sitzen. Boah, und jetzt darf man es nicht mehr abgeben. Nice. Glock einfach OP. Und da hat Maus sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Boah, 1 HP, ey. 1 HP, 2 HP. Was ist das für eine scheiß knappe Runde, ey. Wahnsinn. Aber Maus bleibt im Spiel. Sichern sich hier die erste Pistole. Also jeweils die Terrorpistole an das jeweilige Terrorteam gegangen. So, wenn jetzt die Anti-Ecos gut laufen, können wir gleich... Haben wir gleich einen 7:11 Spielstand. T-Base safe. Kurz Nate, na, 20 Damage gemacht. Oh, Fnip spielt da wieder. Gehen da wieder auf A zurück. Kerrigan mit Glock Echo auf AWP wahrscheinlich wieder. Gefällt, nimmt direkt lang ein. Oh, der deckt gerade niemand ab. Oh, Trouble, pass bitte auf. Oh, sie schieben hin. Gefällt kann das ansagen. Oh, schaut bitte ins Eck. Schauen ins Eck, aber kriegen nur... Oh, verlieren noch einen. Zum Glück ist der Exist schon low, Freeberg auch angeschossen. Also da brauchen wir weniger Shots. Weil wirklich... zu finishen. Oh, schön. Beide lang gestorben. Aprox geht aber auch über kurz. Schön gespielt von ihm. Wirklich sauber gemacht. Jetzt kann man den Spot einkesseln. Aprox da verdient den Track bekommen. Letztes Spiel auch angesagt. Jetzt muss die Runde safe sein. Oh. Also Forest gibt nochmal Head. Er schiebt über lang. Macht ja auch Sinn. Da ist eine Waffe down. Und Maus hat auch zu lang gelegt. Machen sie auch hervorragend. Oh. Schön. Hui! Alles nochmal gut gegangen. Nip hat gekauft. Sind noch Farmers gegangen. Ich hoffe, das wird bestraft. Haben lang schon... Wir müssen lang die Kontrolle abgeben. So, was macht Maus daraus? Forest mit Scout. So, haben Trouble lang abgestellt. Jetzt kurz bitte aufpassen. Oh, zwei angesagt. Oh, Kerrigan stirbt. Schön rausgeflecht auch von Nip aus der Situation. Trouble kriegt lang auch den Headshot. Jetzt muss kurz was machen. Kriegen auch Headshots. Oh, das läuft nicht gut. Sonix, eins. Mach schon den zweiten, komm. Oh, Trouble müsste eigentlich schon vorne sein, aber... Ja, ja, ist eh
Er ist halt low. Boah, die beide. Krass, ey. Krass, Mann. Ach, verliert mich ja wirklich gegen Famas. Aber, was ich nicht verstehe, warum man nicht ganz 1-6 mäßig einfach kurz mit Grants einnimmt, vielleicht vorher sprengt ein bisschen mit einer da würde ja schon eine Fläche reichen dafür Kerrigan, damit er da einen leichteren Peak hat. Eco. Oh, nächste Runde sollte man eigentlich wieder kaufen können. Boah, gute Gegenfläche von Nippern lang. Boah, oh, Maus kann austeilen. Ja, was? Es ist. Get right Farmers stark, habe ich gehört. Und Troubly Glock stark. Alter, diese Glock. 2-2. Eine Waffe hat man. Freeberg macht da Mitte dicht. So, 30 Sekunden hat man noch. Oh, jetzt wäre es Timing eigentlich gut, weil man hätte nur einen auf Spot, man hätte nur einen 1-on-1. Oh, und Luki kassiert direkt. Ach, Xiste. Toll, hier kommt die Waffe. Rosi bekannt. Schade. Unglaublich stark von Xiste. Rettet da die Runde für sein Team. 13-6. So, Maus, wie angesprochen, wieder Geld. Auch wenn es bei Upbox nur für Galil reicht. Vielleicht noch Maus mal mit einem schnellen Go, wer weiß. Oh Mann. Oh, immerhin hat VS Headshot bekommen. Von daher ist es ist der Trade vielleicht noch ganz okay. Catred da. Was macht Catred dort? Okay, steht komplett defensiv. Exist lenkt dafür ihn ab. Maus nimmt lang ein. Wird wohl ein ganz klassischer A-Split werden. So, dürfen da jetzt halt nur nicht in die in so eine Flächeinnahme laufen. Nuki, passt doch mal im Eck auf. Er rechnet überhaupt nicht damit. Boah, die Flash. What? Die hat doch Get Right geflasht. Was ein Fail von Nip. Das ist man so gar nicht gewohnt. Oh, und das rettet Maus wahrscheinlich die Runde. Was eine gute Team-Flash. Boah. Wie bitter für Nip. Doppel-Awe übrigens. Oh nein, jetzt bitte nicht einfach. Einfach legen. Wo ist denn die Bombe? Bombe. Schräge oder was? Oh, kommen sie durch. Nein! Mann, die Bombe ist schräge. 5 Sekunden noch. Kann legen. Oh, dann wird die Runde doch nochmal knapp. Oh, Troubly kann es machen. Beide low. Die brauchen beide nur einen Hit. Da geht der Frag. Mate, CDBs wartet. Boah, das wird schwierig für Nip. Troubly bitte einfach gar nicht zeigen jetzt. Für Flan hätte es Kit. Wir wollen es echt versuchen. Verraten ihre Posi aber gerade gar nicht. Oh, schön. Jetzt einfach weg. Hinter dir! Das war knapp. Boah, was eine interessante Runde. Da wird sich Gendert halt auch schön über seinen Mate aufregen. Steckt er auch im Kopf in den Sand. Müssen sogar sparen. Aber Forest, die AWP, super gefährlich.
Ach so, natürlich Kaufmann. Würde ich auch machen mit so 2K und so. Interessanter Kauf. Was sage ich? Foul Steak mit First. War da. Ganz ehrlich, da liegt auch keine gute Smoke oder so. Forrest hatte da einen einfachen Peek. Jetzt schnelle Kurzeinnahme. Was reagiert Nip darauf? Ah, mit Steak auf lang geschoben. So, hier gibt es eine Flash-Kombi für Kerrigan. Jetzt müsste man noch mehr Flashes werfen, eigentlich. Boah, jetzt ist Doppel, jetzt Flash. Kerrigan zieht da zu früh rum, ist total blind. War lang einfach keine Chance gegen den. Aber es reicht doch dabei weit nicht, nur eine Flash-Kombi von hinten zu haben. Da muss man eigentlich, wenn man hier den Raum eingenommen hat, man weiß, dass Nip wahrscheinlich lang blockt, dann braucht man hier noch eine Flash, eine Grubenflash. Also man braucht so ein Move auf Move. Also hier den Bereich einnehmen und dann nochmal so eine Flash-Kombi und dann einnehmen. Also immer so Step by Step. Verbrät natürlich viel Equipment. Aber lang ist echt so eine Schlüsselposition, könnte fast sein. Tja, Maus nochmal im Sparen. Alter, dieser Schlitz dort. Ist auch interessant, dass man da hier von der Kante was sieht. So, Nipper ist jetzt schon mal gut, was abgeht. Lang sehen sie nichts, Mitte sehen sie nichts. Vielleicht überrennen. Wird jetzt schnell gut im Eck. Oh, letzte Cutters unten. Ah, wurde auch Burst gehört. Netter GoTV-Lag. So, da ist schon mal das Draw 15 zu 7. Letzte Chance für Maus, hier noch Runden klar zu machen. So, Mitte brennt erstmal nichts an. Nipp lang am Einnehmen. Maus schnell über Cutters. Mitte wird auch nicht offensiv geblockt. Ja. Box kurz Mitte raus, wieder rein. Oh, Sonic ist lang gerade blind. Woods jetzt Mates. Nette Taktik, leider Freeberg schon Cutters die Kontrolle. Oh, bitter. Bricht Gadget eigentlich fast Hilfe. So, und jetzt, wo ist die Fläche in Grube? Spitznip einfach perfekt. Einfach perfekt. Die Kommunikation mit Getwell ist einfach Weltklasse. Hat sich da eine Flash von hinten angefordert. Maus war komplett blind. Das war einfach. Ah, einfach gut. Einfach gut gespielt von Nip. Mit der Kontrolle an lang perfekt reagiert. Getwell hat einfach auf Teamplay gespielt. Auch mit Nuki da jetzt. Oh, hat's gerade 3K, aber stirbt dann gegen Forrest und das ist vorbei. 16 zu 7. Schade. Wäre wirklich mehr drin gewesen für die Mäuse. Gerade als CT fing doch relativ gut an, muss man sagen. Naja, ein Spiel steht Maus noch bevor in der ESEA. Sind aber jetzt auch weiterhin ab morgen, glaube ich, in EPS beschäftigt. Starladder gibt's noch. Also der steht noch sehr viel auf dem Programm in der nächsten Zeit. Mal schauen, ob sie vielleicht noch einen Platz vorrücken können. So, aber danke fürs Einschalten heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier mit Nip gegen Maus. Ich hau noch ein, zwei Tracks raus, dann bin ich offline. Wir sehen uns vielleicht morgen Abend wieder. Ich weiß allerdings nicht, wer spielt. Muss ich dann alles nochmal nachchecken. Ja, habt noch einen schönen Abend. Bis morgen dann.